Und dann, weiß ich noch, war ich in der Schule und während dem Unterricht habe ich plötzlich nichts mehr gesehen. Wenn ich einen ganz schlimmen Migräneanfall habe, dann muss man mich sogar auf die Toilette begleiten. Dann muss man mich auch füttern. Es ist nicht so einfach, so ein Mittelding zu finden, so eine Vermeidung und sich doch was trauen. Da setze ich mir heute immer mal wieder kleine Challenges, um einfach doch teilzuhaben am Leben und mit dabei zu sein. Ich bin Martha, 23 Jahre alt und ich habe starke Migräne mit Aura. Viele Menschen denken, Migräne wäre einfach halt nur Kopfschmerz und Migräne mit Aura kennt eigentlich so gut wie keiner. Aura, sagt schon, sind die Begleiterscheinungen, also die Vorboten von meinem Migräneanfall. Ich verliere die Kontrolle, ich kann mich nicht mehr äußern, ich sehe nicht mehr richtig, meine Sinne funktionieren nicht, setzen aus. Und dann auch noch zu wissen, jetzt kommt gleich der schlimme Schmerz. Also am besten ist dann wirklich, ich mache gar nichts. Ich liege nur im dunklen Zimmer und atme. Momentan ist es so zweimal im Monat und in der Regel geht es 3 Tage. Wenn ich einen Migräneanfall habe, dann ist für mich wichtig, dass ich in der Nähe meines Bettes bin. Dunkelheit, Schmerztabletten habe ich dann schon genommen. Und dann einfach Ruhe und dann vegetiere ich für mich hin. Wenn ich einen ganz schlimmen Migräneanfall habe, dann muss man mich sogar auf die Toilette begleiten. Dann muss man mich auch füttern. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl, ein Kontrollverlust, blöd. Und dann auch diese Unselbstständigkeit und diese Unsicherheit. Einfach, dass ich mir selber mich nicht auf mich verlassen kann. Es gibt Phasen, da habe ich dann 2-mal im Monat einen Anfall. Und es gibt Phasen, da habe ich 3-mal im Monat einen. Das kann ich nie so genau sagen. In der Regel geht es 3 Tage. Tag 1 habe ich Glück, wenn ich die ganze Zeit schlafe. Am zweiten Tag kann ich meist auch nicht aufstehen. Nicht wirklich. Also da geht der Klo gar nicht besser. Und ich kann selber essen. Aber am dritten Tag habe ich Kopfschmerzen. Man kann sich das vorstellen wie nach einer Gehirnerschütterung. Bei der Bewegung habe ich einfach noch den Schmerz, aber nicht mehr den durchgängigen Schmerz. Die Sprachstörungen begleiten mich noch ein paar Tage später, merke ich noch, ich kann mich nicht richtig ausdrücken. In dem Moment mit der Aura und den starken Kopfschmerzen, da kann ich mir immer nicht vorstellen, dass es einfach wieder weggehen wird, dass ich plötzlich wieder reden kann nach 3 Tagen. Es war bis jetzt zum Glück ja immer so. Und jetzt bin ich erstmal wieder zurück zu meinen Eltern gezogen, weil ich es einfach gerade noch nicht gut unter Kontrolle habe, noch nicht gut medikamentös eingestellt bin und es so jetzt noch nicht oder erschwert möglich wäre, alleine zu wohnen. Also es bedeutet mir sehr viel, dass sie mich so unterstützen und auch für mich da sind und ich hier jetzt auch gerade leben kann. Ich wüsste sonst nicht, wie ich das machen würde. Es gibt immer wieder Zeiten, da denke ich, jetzt ist es wieder besser. Aber jetzt hat es mich vor 2 Wochen doch wieder überrannt. Die Ursache für meine Migräneanfälle sind noch nicht gefunden. Ich wünschte, es wäre so. Die Migräne ist vererbbar. Mein Vater hat Migräne, aber ohne Aura. Und meine Schwester auch. Ich weiß, dass es in Veränderungen passiert, aber auch in der Entspannungsphase. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich gearbeitet unter der Woche, dann am Wochenende lag ich komplett flach, Migräne. Dann habe ich wieder gearbeitet eine Woche und lag wieder flach, Migräne. Also so Zeiten gibt es auch bei mir. Ich habe schon sehr viel versucht dagegen zu machen und auch viel ausprobiert, wie zum Beispiel Yoga, was ich immer noch mache, Meditation auch. Psychotherapie habe ich ausprobiert, eine Akupunktur, Osteopathie. Es ist nicht so ein schönes Gefühl, so lange nach was zu suchen. Aber ich habe trotzdem noch Hoffnung, dass ich irgendwann ein Medikament oder irgendwas finde. Also heute werde ich als erstes Yoga machen, hier im Wald. Und im Anschluss holen wir meine Freundin Leonie ab vom Bahnhof. Die kommt mich heute besuchen. Und dann gehen wir was essen. So ein Drehtag ist für mich sehr anstrengend,
Auch jetzt davor war es sehr anstrengend. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und die Natur lässt mich einfach wieder ankommen im Moment, dass ich nicht wieder vorausdenke und mir Sorgen mache, sondern jetzt ankomme. Ich mache Yoga, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Und es bedeutet mir alles. Also ich könnte mir mein Leben gar nicht mehr ohne vorstellen. Es entspannt mich. Es gibt mir auch viel Gelassenheit, die ich dann im Tag gut gebrauchen kann. Es ist wie so ein Pausedrücken. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich schon einen Migräneanfall gehabt, aber mit weniger schlimmen Kopfschmerzen, sondern mit der Aura, die da zentral war. Und dann, war ich in der Schule und während dem Unterricht habe ich plötzlich nichts mehr gesehen. Und da war es dann schon so, dass ich Sprachstörungen hatte und dass es total unverständlich war, was ich eigentlich sagen möchte. Dann war von Schlaganfall die Rede. Ja, und dann haben die mich in den Raum gebracht und einen Krankenwagen gerufen. Und da wurde ich dann abtransportiert und behalten, ein paar Nächte getestet alles. Und da wurde dann die Diagnose gestellt, dass ich Migräne mit Aura habe und es kein Schlaganfall war, obwohl sich die Symptome sehr ähneln. In meiner Schulzeit habe ich oft viele Fehltage gehabt, aber ich bin zum Glück immer mitgekommen, habe mich dann auch wirklich rangehalten und alles nachgeholt und war trotzdem eine gute Schülerin. Eine Schulreise nach England habe ich zum Beispiel verpasst. Ich hatte so Angst, dass es mir dann dort passiert und dann habe ich doch entschieden, da lieber nicht mitzugehen, weil was wäre, wenn? Es ist immer noch einfach eine blöde Situation für mich, anderen Menschen abzusagen, weil ich eigentlich sehr zuverlässig bin und auch pflichtbewusst und ich mag es einfach gar nicht. Es gibt natürlich mehrere Situationen in meiner Vergangenheit, wo die Menschen einfach nicht so gut darauf reagiert haben oder es auch nicht wirklich geglaubt haben. Auch im Unterricht früher, der Lehrer wusste Bescheid, dass ich unter Migräne mit Aura leide und dass ich dann auch schnell Tabletten nehmen muss und so weiter. Migräneanfall kam, ich wollte eine Schmerztablette schnell nehmen, damit es wenigstens nicht ganz so schlimm wird. Und dann wurde ich in der Situation, obwohl ich schon nicht mehr richtig hören und sprechen und sehen konnte, noch so blöd angegangen von der Lehrperson, weil ich in dem Raum nicht hätte trinken dürfen. Also dann war ganz vorbei, dann habe ich nur noch geheult. Meine Freundschaften, die damit umgehen können, die bleiben und die anderen nicht. Und das ist eigentlich auch gut so, weil die Menschen, die jetzt noch bei mir bleiben, die wollen auch wirklich mit mir befreundet sein oder mit mir Zeit verbringen und sehen nicht nur mich mit der Migräne, sondern mich als Menschen. Ich wollte immer Grundschullehrerin werden, weil ich es sehr schön finde, mit Kindern Zeit zu verbringen, Sachen beizubringen und die zu unterstützen und zu begleiten in ihrem Leben. Ja. Um Lehramt zu studieren, hätte man ja das Abitur gebraucht. Und das ging nicht, weil der Fahrtweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu anstrengend, zu lange und mit zu viel Stress verbunden wäre. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Gesundheitswesen und habe jetzt auch viel mit Kindern zu tun, was mich natürlich sehr glücklich macht. Die Ausbildungszeit war für mich sehr hart. So viele Veränderungen, sei es nach Freiburg ziehen, alle andere Umgebung, andere Klasse, anderes alles. Und ich habe auch leider oft fehlen müssen. Ich hatte tatsächlich öfters den Gedanken im Kopf, ob ich es nicht einfach abbrechen soll. Aber ich bin gar nicht der Typ dafür. Ich muss es dann durchziehen und alles dafür tun und das habe ich jetzt auch gemacht und da bin ich jetzt auch echt froh. Ich habe mit zwei Mädels zusammen gewohnt, mit denen ich schon davor befreundet war. Das war natürlich eine große Erleichterung auch für mich, weil ich wusste, sie kennen mich. Wir drei in der WG haben dann zusammen die Ausbildung abgeschlossen und waren dann auch alle überglücklich. Jeder ist dann so seinen Weg, jeder hatte seine Arbeitsstelle und jetzt sind wir alle wieder sehr weit voneinander entfernt. Eine der Mitbewohnerinnen und Freundinnen ist Leonie. Und jetzt freue ich mich umso mehr, sie abzuholen, weil ich vor 2 Wochen ihr schon absagen musste, weil ich einen Migräneanfall hatte.
Leonie hat voll Verständnis dafür, dass ich nicht immer so oft unter ganz viele Menschen will, wo es laut ist. Schön, dich zu sehen. Schön, dass es jetzt klappt. Ja. Ja. Es ist immer auch so ein bisschen davor, so ein bisschen die Aufregung, halt auch klappt das Treffen überhaupt. Gerade wenn man jetzt mal plant, in ein Restaurant zu gehen, dann ist es meistens auch so, dass wir eher schauen, dass es irgendwo ein ruhigeres Restaurant ist, wo man dann eben auch in Ruhe miteinander reden kann, dass es vielleicht auch jetzt nicht gerade in der prallen Sonne ist, weil Lichtempfindlichkeit spielt bei Martha ja auch eine große Rolle. Es sind ja jetzt schon 13 Jahre, wo ich damit lebe. Man gewöhnt sich dran und man verändert sich auch so. Ich weiß gar nicht, was für ein Mensch ich wäre, wenn ich keine Migräne hätte. Es ist nicht so einfach, so ein Mittelding zu finden zwischen Vermeidung und aber sich doch was trauen. Und da setze ich mir heute immer mal wieder kleine Challenges eben, um mich doch wieder was zu trauen, um einfach doch teilzuhaben am Leben und mit dabei zu sein. Letztes Jahr ist meine Freundin mit ihrem Freund nach Österreich gegangen. Die haben da eine Wohnung gehabt und haben dann da spontan gefragt, hey, willst du nicht mitkommen? Da habe ich gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach, habe alles dran gesetzt, bin dann dahinter hergereist. Ich kann mich an den Moment erinnern, als ich dann da war und diese frische Luft und die Berge. Ich war so glücklich, ja. Da habe ich gewusst, ich muss es immer wieder machen. Immer mal wieder mir sowas setzen, so ein Ziel, was mich wieder rausbringt. Es ist schon herausfordernd für mich, weil es so viele verschiedene Reize sind und ich dann auch oft reizüberflutet bin, weil es so viel auf einmal ist. Und deshalb mal gucken, wie das jetzt wird. Mit Leonie, da weiß ich, dass es kein Problem ist, wenn ich dann mal nichts höre oder wenn ich mal kurz sage, warte, warte. Für mich ist es schon vielleicht auch so ein bisschen belastend, weil ich nicht so gern sehe, dass es ihr nicht so gut geht. Aber ich habe die Situation zum Beispiel ja auch schon öfter miterlebt. Also es geht, aber es ist schon anstrengend für mich. Ja. Kannst du das genießen? Ja, ich kann es trotzdem genießen oder versuche es auf jeden Fall. Ja. Ich wünsche mir für Martha, dass sie lernt, noch ein bisschen gelassener zu sein, sich weniger Sorgen macht. Dass sie dann auch alles machen kann, was sie gerne möchte. Und dass vielleicht auch gerade so ein Restaurantbesuch vielleicht irgendwann nicht mehr so eine Stresssituation für Martha ist. Also zu Beginn war es sehr anstrengend, als der ganze Tafeltisch da. Dann kamen auch noch die Geräusche von hinten. Aber da Leonie das ja auch weiß, konnten wir dann, wenn es wirklich laut war, einfach nicht miteinander reden und dann ging es. Also der heutige Drehtag war schön, aber sehr, sehr anstrengend für mich. Es war ein tolles Erlebnis und ich bin auch schon wieder stolz, dass ich das gemacht habe und dass ich mir wieder so eine Challenge gesetzt habe. Ich würde mir schon wünschen, dass mehr Verständnis da ist und dass man nicht Migräne einfach nur mit Kopfschmerzen abtut oder dass man, wenn man Kopfschmerzen hat, einfach sagt, das wäre Migräne. Dass da schon mehr auch eine Akzeptanz da ist und man schon auch weiß, was für ein Leidensdruck dahinter stecken kann. Mein Ziel wäre es auf jeden Fall, voll zu arbeiten und eine eigene Wohnung zu haben. Ich würde gerne die nächste Zugreise starten und an die Ostsee oder Nordsee fahren, dann alleine, aber auch zu wissen, hey, ich kriege jetzt keine Migräne. Ich kann da jetzt alleine losziehen und ich brauche niemanden, ich brauche nur mich selbst. Die Migräne mit Aura ist ein Teil von mir und ich brauche dagegen auch nicht anzukämpfen. Ich muss sie akzeptieren und versuchen, damit umzugehen. Anderen Betroffenen würde ich gerne auf den Weg geben, dass sie sich versuchen, besser kennenzulernen, ihre Grenzen zu kennen und dafür auch einzustehen. Gibt es auch etwas, was dich im Leben stark beeinträchtigt? Dann schreib's gerne in die Kommentare und abonniere True Doku, damit du keine Geschichte mehr verpasst.